So, herzlich willkommen zum neuen Video und heute gibt es mal einen kleinen Einblick in meine Digistore 24 Einnahmen. Ich hoffe, euch gefällt diese Transparenz und warum mache ich das Ganze? Ganz einfach aus dem folgenden Grund: Wenn man jetzt sagen möchte, beziehungsweise nicht sagen möchte, ja, mach das, weil damit kann man Geld verdienen und selbst damit nichts verdienen, dann wäre es ja Schwachsinn und es würde einfach nur, keine Ahnung, es wäre einfach nur komisch. Das wäre das Gleiche, wie wenn irgendein Übergewichtiger sagen würde, ja, mach den Trainingsplan, mach das oder irgendwie dein Fitnesstrainer selbst unsportlich ist. Deswegen, ich zeige hier ganz klar, was ich verdiene mit Digistore 24 und das Ganze auch ganz transparent und offen. So, ich habe ja schon gezeigt, wie viel ich so mit CopeCard am Tag verdiene. Dieses Video könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Link dazu in der Videobeschreibung zum CopeCard-Video und jetzt eben die Einnahmen von Digistore 24, weil mir ist auch wichtig, dass ich auch zeige, dass es echt ist und funktioniert, weil andere Coaches oder irgendwelche Leute, die reden immer davon, ja, mach das, damit verdienst du Geld, aber die zeigen selbst nicht mal, dass sie damit was verdienen. Und bei vielen bezweifle ich auch, dass sie überhaupt was verdienen. Die sagen dann immer nur, ja, schnell reich werden, aber irgendwie konkrete Zahlen sieht man nie. Deswegen werde ich das Ganze mal ändern und hier mal konkrete Zahlen aus meinem Account zeigen. Viel Spaß dabei. So, und hier sind wir jetzt in meinem Digistore 24 Account. Wir gehen mal runter hier. Und hier sind das dann schon mehr Einnahmen, wie man sehen kann, weil ich eben die Plattform schon länger benutze, weil sie halt älter ist. Und hier sind es zum Beispiel um 9 Uhr 49, 67 Euro, um 17 Uhr 11, 67 Euro, um 18 Uhr 32, 67 Euro und um 20 Uhr 48 nochmal 29 Euro 50. Was man hier ganz gut sehen kann, man kann hier auch den Abrechnungstyp ganz gut sehen, so Einmalzahlung, Einmalzahlung, Einmalzahlung oder Ratenzahlung. Das heißt, diese Einnahmen, die bekommt man dann einmalig. Und wenn es eben Ratenzahlung ist, dann bekommt man das monatlich, zum Beispiel jetzt, oder halt eben so lange, wie die Rate dann gezahlt wird. Also hier sieht man dann die nächste Zahlung, hier würde ich dann am 8.6. erhalten. Also es ist gerade Mitte Mai, wo ich dieses Video hier mache. Und da sieht man dann, wenn ich dann heute dieses hier bekomme, bekomme ich dann am 8.6. eben nochmal das gleiche, weil es eben wiederkehrt. Und das ist auch ganz schön zu sehen, wenn man beispielsweise ja, Abos verkauft oder eben auch Ratenzahlungen abrechnet, dann kriegt man immer jeden Monat Geld und man muss das Ganze nur einmal verkaufen. Das ist auch ein ganz klarer Pluspunkt. Ich weiß noch gar nicht, ob es das bei CopeCard auch gibt, aber es müsste eigentlich, also es wäre nur logisch. So, das waren bisher so die Einnahmen von Digistore.